Das Burgenland in Österreich, geprägt vom Neusiedler See im Norden und den Ausläufern der Alpen im hügeligen Süden. In den Ortschaften Neusiedl, Mönchhof, Frauenkirchen, Illmitz, Apetlon, Wallern und Pamhagen herrschen Mitte der 1970er Jahre noch Ruhe und Beschaulichkeit. Von Hektik keine Spur. Pamhagen liegt unmittelbar an der österreichisch-ungarischen Grenze und ist an die 1897 eröffnete Neusiedler Seebahn von Neusiedl nach Fertőszentmiklós in Ungarn angeschlossen. Etwas lebhafter wird es rund um den Bahnhof Pamhagen, wenn auf der eingleisigen Strecke hier Züge kreuzen. Einfahrt hat der aus Neusiedl kommende Personenzug mit der Lokomotive Nummer 123. Die zur Baureihe 375 gehörende Tenderlok wurde 1925 von der Maschinenfabrik der Königlichen Ungarischen Staatsbahn in Budapest gebaut. Es dauert nicht lange und der Gegenzug trifft in Pamhagen ein. Der Triebwagen mit der Nummer 702 ist einer von nur zwei in Ungarn gebauten Exemplaren. Die kleine Lok hat ein wenig Mühe, ihren Zug nach Fertőszentmiklós zu beschleunigen, denn am Zugschluss hängen noch drei Güterwaggons. Am Bahnhof Pamhagen kehrt wieder Ruhe ein. Bis zur nächsten Zugkreuzung.